Ich hoffe, wir finden aber eine Cave. Wir brauchen unbedingt Diamanten. Das ist das, was uns den Wind bringen würde. Deswegen baue ich gerade diese Mine. In diesem Projekt treten vier Teams auf einer Map an, die eingegrenzt ist. Jedes Team besteht aus zwei Spielern. Es gibt eine halbe Stunde Friedensphase und in dieser Phase müssen die Spieler sich aufbauen. Gewonnen hat der, der überbleibt. In der ersten halben Stunde werden die Teams noch zusammenreden, doch dann endet es. Das Projekt hat ca. 1 Stunde 30 gedauert. Ich habe alles zusammengeschnitten, so dass ich drei Parts habe, ca. glaube ich. So dass eigentlich das, was jetzt langweilig ist, draußen ist. Am Anfang werden noch alle zusammen, wie gesagt, reden, bevor ich mit meinem Teampartner alleine im TS bin. Also, wer auf das Gelaber keine Lust hat, sollte vorstuhlen bis Minute 8 ungefähr. Ab da rede ich mit meinem Partner alleine. Ihr könnt gerne bei den anderen vorbeischauen. Alles ist verlinkt. Viel Spaß beim Zusehen und mal sehen, wer gewinnt. So, hallo liebe Freunde dieser wunderbaren Kanäle hier zum Geheimprojekt. Es ist, oh mein Gott, wer hätte das gedacht, Minecraft. Und zwar, wir sehen hier vier Häuser, vier farbige Häuser. Und in diesen Häusern sind jeweils zwei Wahnsinnige in einer Welt des Grauens, des Hasses. Und sie haben nur eine Aufgabe. Ja, aber die wahnsinnig. Nämlich sich gegenseitig zu töten. Und hier im blauen Haus haben wir den Raptor und den Gamertoast. Der Gamertoast, der ist nackt. Wieso ist der nackt? Natürlich, weil er das Sexdoll von Raptor ist. So einfach ist das. Im grünen Haus, mit den grünen Blumen davor, die Wildcat, die gerade athletische Übungen macht. Und der Tigenator, der sich heute noch ganz gazil in seinen Anzug geschmiegt hat. Sehr, sehr schön. Eine sehr schöne Frisur. Ja, völlig knutschen stehen da hinten die Julia und der Luft-ZR hier im roten Haus, das Haus der Liebe. Oh Gott. Oder das Haus der Sünde. Fehlt da hinten Glas? Hinten fehlt doch Glas, oder? Nee, sieht nur so aus. Und last but not least, das gelbe Haus. Gelb, die Farbe des Gelben. Des Gelbs. Genau, die Farbe des Geldes. Farbe der Sonne. Ari und dem Mr. More Game, bekannt aus Rundfunk und Fernsehen. Ja, und damit heiße ich euch alle hier herzlich willkommen zu einer wunderbaren Metzelscharade, auf das keiner von euch überleben wird. Yay. Weg. Fuck yeah. Hallo. Hallo. Guten Tag. Okay. Raus hier, raus hier! Ja! Hallo. Ich bin frei! Oh mein Gott, es geht los! Erstmal essen. Tschüss, tschüss! Luft, zieh dir deine Sachen. Haben wir überhaupt erklärt, was es jetzt ist hier? Nein, haben wir nicht. Das ist jetzt auf jeden Fall, ich erkläre es jetzt mal. Wir sind jetzt. Leute, Leute, seid mal bitte ruhig. Wir sind jetzt hier vier Teams. Wir sind. Halt die Fresse, Fluff! Wir sind jetzt vier Teams. Komm, Ari. Okay, dann und? Nicht. Ja, wir sind jetzt vier Teams. Und wir müssen versuchen, so lange wie möglich zu überleben, uns aufzubauen und am Ende uns gegenseitig zu vernichten. Wenn einer aus dem Team gestorben ist, dann ist das ganze Team hops. Es gibt eine halbe Stunde Friedensphase. Die geht jetzt auch los. Hat jemand eine Uhr? Ja, ich habe eine Uhr. Ich habe auf eine Uhr es geachtet. Es ist 20 Uhr 14. Okay. Yeah. Die erste Viertelstunde werden wir zusammen aufnehmen, also die erste Folge. Und dann werden wir uns in verschiedene Channel im TS verziehen. Und dann cool sein. Raptor, das Geheimprojekt geheim sein lassen. Komm, wir gehen in diese Richtung. Und sechs Spiele spielen. Ich will erstmal hier Deckspiele, ja. Julia, wo bist du go, denn? Go, Power Ranger! Damit willkommen auch auf meinem Kanal! Ich bin nicht mehr weit weg und du hast mich schon verloren. Ich red jetzt auch mal so willkommen zum Projekt. Hier, ich hab ein Schwert. Hallihallöle. Hinter dir. Ich bin voll übersteuert, WTF. Hinter dir. Ach da! Hi. Hier. Raptor, hinter dir. Hier. Ich glaube, ich muss weiter. Mach mal so ich das da Mikro. Schweinetöten. Test. Ja, so ist gut. So ist super. Ich rede einfach. Wollen wir schon in verschiedene Channel gehen? Nein. Wir haben doch nichts mehr zu besprechen, eigentlich. Ari, schnell! Das ist ja, wo bist genau du? Das, was ich doch gesagt hatte. Ach da. Nein, Fluff. Schnell da rein! Oh Gott, war das doof. Ja, Raptor, kommst du mit mir? Fehler gemacht. Was hast du gemacht? Ja, ich komm. Ich hab alles Holz verkraftet und Stäbe. So, wir haben schon mal eine Werkbank. Ich hab auch was gemacht, aber ich hab gerade genug. Jetzt komm schnell mit. Ich soll dir noch eine ich bauen? Ich mach dir schnell den Baum auf. Den kann ich nicht. Okay. Wir haben ja genug mal Essen, was essen, ne? Einen Moment. Wir haben ja genug Essen. Raining Man. Hallo Raptor. Hallo Raptor. Oh, jetzt wird das schon Nacht, Leute. Oh, das ist schlecht. Ja, ist egal. Ja, das ist, da ist ein Skelett. Ich hab kein Schwert. Raptor, hier ist eine Höhle. Wollen wir hier wohnen?
Oh, hier ist ein Skelett, töte es. So, fangen wir mal an. Nick, wo bist du jetzt hin? Wollen wir hier wohnen, Raptor? Ja, let's hier wohnen. Kannst du draußen nach Kohle suchen oder so? Der pinkelt hier so ein Boah, ich hab 22 Kohle. Okay. Okay, hoffentlich habe ich jetzt gerade ein paar Kisten. Nee, läuft noch. Gut. So, das ist unsere Höhle, okay? Okay, wir haben Kisten. Wir bleiben jetzt hier. Wollen wir da jetzt wieder hin, wo wir eben waren, Ari, und da unser Versteck bauen? Okay. Ja, ich spiele im Texture Pack Default, das könnt ihr runterladen, nein, Spaß. oh, krass. Das könnt ihr runterladen. Okay, ich hab die Seite Minecraft.net. Ist sehr schwer zu finden schon. Alter, was war. Genau, unserem Berg ist eine riesige Schlucht. Ja, dann grab mal in die andere Richtung. Ich muss erstmal die Schlucht wieder zumachen. Oh, ich hab eine Höhle gefunden, Tos. So. Ja, hier. Unser Eingang ist eine Höhle, du Affe. Nein, also eine neue Höhle. Okay, dann geh ich mal zu dir. Gib mir gleich Affe. Meine Mutter. Ich mach mal hier so ein. Luft, du kannst meine Holzaxt haben, weil ich kann die ja nicht benutzen. Achso. Ja, ich hab Fleisch in den Ofen geschmissen. Kannst du die BOP? Okay. Ja, mach mal ein Eisen. Ist egal. Mach mal, wir müssen uns runterbauen. Ja. Ich mach mir gerade nur noch eine. Machen wir nochmal ein paar Spitzhacken. Ups, ich hab gesprungen. Go, go, Power Ranger. Ich mach das mal kurz hier weg und baue es gleich wieder hin, weil ich unbedingt diese XP möchte. Und Minecraft kann nicht alleine. Später wird es übrigens wieder ruhiger, wenn die Friedensphase vorbei ist, Leute. Genau. Ja. Okay, ich hab 18 Erde dabei, weil der Creeper ein Loch Falls euch stört, überspringt diese Folge. Okay, die Erde. Oder die andere. Ich seh nur die Aufbaufolge. Das ist die Falls da keine zweite kommt, sind wir gestorben. Alle auf einmal. Durch einen, durch Yuga. Durch Yuga, Yuga macht alles tot. Der Geheim. Und hat rumgeraged. Ah, hier geht's in eine Höhle rein. Ich mach rein. Das mal noch größer. Ich glaube, Yuga verloren. Also Yuga hat jetzt leider schon verloren. Ich hab nicht gewonnen. Ich hab mal gucken. Nein, da ist ein Creeper. Nein. Ob man durch Lava tauchen kann. Und man kann durch Lava tauchen. Man kann durch Lava tauchen? Ja. Wir können mal hier weiter runterbauen und gucken, ob wir irgendwie Eisen... Ich geh aus der Höhle raus. Oh, ich krieg aufs Maul. Ich krieg aufs Maul, Toast. Wenn ich die richtige Höhe erreicht habe, bauen wir unser Basislager. Oh ja. Jo. Pass auf das Deck, mach die Creep. Okay, gut. Genau, das wollte ich auch. Ich muss eine neue Hacke bauen. Ich wollte gerade nachladen. Ich wollte mein Schwert nachladen. Lade nach! Skelett ist tot und das ist eine Spinne, hast du? Ja, ich krieg, ich krieg. Und hier sind Creeper, ganz viele. Die sprengen sich gegenseitig. Ich bin so nervös, ne? Das ist so heftig. Hab ich dir gegeben? Habt ihr Gold gegeben? Nee, ne? Nein, pass bitte auf mich auf, ich baue hier gerade Erz ab. Kann ich gerade nicht, ich kämpfe gerade gegen Creeper und Skelett. Eben. Komm runter zu mir, da bauen wir dann. Ich hoffen, dass nichts kommt. Hol die Werkbank und komm runter. Wenn du da relativ in der Mitte bist, geh auch gleich wieder hoch. Hinter dir ist eine Spinne, hinter dir ist eine Spinne. Unter mir. Oh ne, die war eine Ebene unter dir. Entschuldigung. Okay, ja, ja. Hier ist Kohle, die nehme ich mal Zombie mit. In der Base. So, jetzt zeig. Wir heißen übrigens Team, die überschätzten, wir beide. So. Ich hab eine Höhle gefunden, Fluff. Oh Gott. Hast du die Werkbank? Nein, ich. Ja. Ich wollte schon mal mein Schwert nachladen. Shifte, wenn du irgendwas abbaust, ne? Ich wäre gerade fast in Lava gefallen. So, ich komme wieder. Ach du fuck. Okay. Ich weiß nicht, wie ich aus dieser Höhle komme. Packen wir das. Nach oben, einfach im Notfall nach oben. Ja, ich weiß, aber wenn du die abbaust, fliegst du runter, lass das. Go. Wir brauchen unbedingt eine Höhle. Ach, da oben. Eine Cave wäre jetzt gut. So, jetzt weiter. Also, willkommen zurück zur nächsten Folge. Ich bin jetzt hier mit Ari alleine und jetzt versteht man uns auch, wenn wir reden. Yay. Endlich ist das Durcheinander vorbei. Ich fand, das war doof. Ja. Das hätten wir gleich am Anfang hier dann einen Channel. Aber okay. Ich hoffe, wir finden irgendwie eine Cave. Wir brauchen unbedingt Diamanten. Das ist das, was uns den Wind bringen würde. Deswegen baue ich gerade diese Mine. Weißt du? Ja, und ich bin hier noch fleißig am Kohle kloppen. Ich habe ein bisschen Eisen, aber Eisen bringt uns auch nicht weiter. La 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 la. Der Gematos hat Disconnect-Probleme, wie es aussieht. Ja, scheint so. So ein Boon. Boah, mehr Licht in die Sache, so. Oh Gott, was machst du denn Schönes? Ich, sehe Steine, viele Steine. Du siehst Steine. Ich erkläre jetzt nochmal genau das Projekt. Wir sind verschiedene Teams, die random spawnen, 30 Minuten Frieden. Wir spawnen zusammen. Halt in Zweierteams und die bauen uns dann auf. Und das Ziel ist es zu gewinnen. Ja, ne? Ja. Oh, hier ist Redstone. Ich habe Angst, dass dahinter Lava ist. Das könnte sein, deswegen passt lieber auf. Ich renn gerade zurück hier. Es ist Eisen dahinter. Auf der Hoffnung, was zu finden. Aber wir haben ja genug Essen. Wir haben ja Gott sei Dank das Dorf direkt geplündert. Richtig. Direkt das Dorf Zigeuner. Das war eine gute Sache. Ja. Karotten bis zum Lebensvorrat. Wup, wup. Wup, wup.
Bitte, ich brauche unbedingt Diamanten. So ein Diamantschwert wäre das awesome Teil. Das wäre super. Bau einfach in alle Richtungen, die du hast. Bau sonst in der Mitte nochmal nach rechts, nach links. Ja. Den ganzen Boden durchlöchern müssen wir. Am besten, wenn wir eine Höhle finden. Auf dieser Höhe eine Höhle zu finden, wäre halt das Optimalste, weißt du? Das stimmt. Ich finde Spinne! Töte sie. Nee, das heißt, irgendwo ist eine Cave. Hm. Und ich höre Wasser. Das hört sich gut an. Ich baue mich mal Richtung Wasser. Ich muss es nur finden. Es ist ganz nah, aber wo ist es? Schmeiß so lange mal ein bisschen Eisen in den Ofen. Ach du Kacke, hier ist ein Spawner! Oh? Ich bin direkt bei einem Spawner rausgekommen. Aua. Ich komme halt zu dir, ich habe nämlich auch kein Holz mehr. Und nur noch eine Stopp, Spinne! Ich bin in der Mine, hier ist eine Mine. Das ist super. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie du durch den Gang... Ah, okay. Nicht der ganz... Der neben dem Ofen. Siehst du den? Ja, ja. Nicht der ganz lange geradeaus. Oh. Ey, blöde Spinne, aus! Böse! So. Schnell mit dem Schwert hier durchkloppen. So, jetzt müssen wir nur noch... Ah, hier ist schon mal Diamant. Diamant, sag ich. Eisen. Aber nur einer. Ah, hier ist noch mehr Eisen. In der Mine Sachen zu finden, ist am wahrscheinlichsten. Es könnte auch sein, dass die Mine einfach mal stumpf zu einer riesigen Schlucht führt. Das könnte alles sein. Ja. Hier ist auch Kohle. Also Kohle habe ich auch recht viel. Ich glaube, fast 2 Stacks. Hast du die Minenschacht gefunden? Ja, ich bin da. Okay. Eisen. Kohle, schubdidu. Ich bin gerade richtig konzentriert, weil ich überlege, wie könnten wir am besten gewinnen. Das ist... Weil man möchte auch gewinnen, ist ja logisch. Natürlich. Du könntest auch, wenn du willst, das Holz einfach von den Dings abbauen. Dann könnten wir daraus Sticks craften. Ja. Wenn du welches brauchst, sag ich mal. Wieder 4 Eisen. Ach, die Kohle lasse ich jetzt mal hier. Eine Angelegenheit, die Julia erzählt. Aha. Was ist das denn? Ich bin mir nicht sicher. Hier gibt's ja auch Truhen, ne? Ja. Oh, eine Truhe müssten wir finden. Das wäre auch was Tolles. Ich höre irgendwas. Soll weggehen. Schnell. Noch mehr Eisen. Ich habe übrigens eine Eisenspitzhacke. Das habe ich auch. Falls ich Diamant finde. Hier ist nur Redstone. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Holz abbauen, weil ich nur noch diese Eisenspitzhacke habe. Da muss es doch irgendwo Diamant geben. Und Eisen. So, schnell an der Seite vorbei. Ah, verdammt, ich habe keine Schaufel. Au, nein, Sackgasse. Okay, wieder zurück. Go, go, Power Ranger. Wir müssen das gewinnen. Ja. Eine ganze Eisenrüstung wäre natürlich auch das Beste, ne? Das wäre natürlich super. Vor allem für mich. Hast du Gold? Dann kann man aus Gold und Äpfeln Goldäpfel machen, ja, ne? Nee, da war aber irgendwo Gold. Ich habe es aber... Ich weiß nicht, wie man Goldäpfel macht. Das wäre auch so eine coole Geheimwaffe, aber... Ich weiß nicht, wie man welche craftet, sag ich mal so. Das weiß ich gerade auch nicht. Warum bin ich ja nicht alleine? Ja. So, ich habe mich natürlich Zombies. Schon total verlaufen. Ich auch, längst. Das ist eine ganz tolle Voraussetzung. Ich baue in Ruhe hier mein Eisen ab.
und freue mich des Lebens. Oh, was haben wir denn da? Brot, Lapis Lazuli und Kohle. Na toll. Davon kann ich mir auch nichts kaufen, du.